In der Tat, das geht jeden Bürger an, was jetzt hier die nächsten 5 Tage im Parlament passiert. Am Freitag dann die Schlussabstimmung. Ines Ahlandt hat es gesagt, 362 Milliarden Euro stehen für den Haushalt 2020 zur Verfügung. Das sind knapp 6 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Und 42,9 Milliarden Investitionen, das ist ein Rekordinvestitionshaushalt. Und Ines Ahlandt hat es auch erwähnt, zum 7. Mal in Folge wird die schwarze Null gehalten. Die 15-stündige Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses brachte noch einige Zugaben. 1,66 Milliarden hat man noch oben draufgelegt, sodass man dann bei diesen 362 Milliarden gelandet ist. Und darüber will ich jetzt reden mit meinen Gästen. Ich begrüße Johannes Kaas, den haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, und Peter Böhringer in der gleichen Funktion und zusätzlich Vorsitzender des Haushaltsausschusses der AfD sozusagen, haushaltspolitischer Sprecher der AfD und Vorsitzender des Haushaltsausschusses. So muss es richtig sein. Herr Kaas, ist ja eine entscheidende Woche für Olaf Scholz. Nicht nur der Haushalt, den er hier durchbringen will, die schwarze Null, hat sein Konkurrent gesagt, Herr Walter Borjans, sei völliger Unsinn, und Frau Esken, beide stehen ja zur Wahl gegen Olaf Scholz, und Frau Geiwitz, am Samstag werden wir wissen, wer dann Parteichef der SPD werden soll. Frau Esken hat gesagt, der Finanzminister schwächt mit seiner Art und Weise die SPD, er ist zu kompromissbereit. Das sind schwere Vorwürfe. Naja, ich halte es nicht für schwere Vorwürfe, ich halte es für Unfug. Im Kern ist es so, dass Olaf Scholz hier sehr viel durchsetzt mit der SPD. Also Sie können sich das ja angucken. Inhaltlich ist sowohl der Koalitionsvertrag als auch das, was hier beschlossen wird, schon sehr sozialdemokratisch. Deswegen hat die CDU ja intern gerade so viel Ärger. Und wenn man bei steigenden Steuereinnahmen gleichzeitig keine neuen Schulden macht, finde ich das Ganze in Ordnung. Man muss auch mal mit dem Geld auskommen, was man hat. Und natürlich kann man sich immer Geld leihen und es gibt immer Dinge, die man vielleicht gerne hätte. Aber irgendwer wird es am Ende bezahlen müssen. Und unser Problem ist gar nicht so, dass wir unbedingt mehr Geld brauchen. Unser Problem ist, dass das vorhandene Geld nicht abfließt, weil die Behörden nicht so funktionieren, weil wir überall nicht genug Beamte haben, weil das Baurecht zu kompliziert und zu langwierig ist, weil wir viel zu viele Probleme auch rechtlicher Natur haben, weil wieder geklagt wird, weil wir nicht genug Unternehmen haben. Heißt am langen Ende, ich glaube, das ist ein guter Haushalt, ein guter Kompromiss, so wie das in der Demokratie und einer Koalition zu sein hat. Herr Böhringer, es ist vor allen Dingen ein Haushalt von Bundesfinanzminister Scholz, der zum 7. Mal die schwarze Null beinhaltet. Welchen Anteil hat denn eigentlich die Bundesregierung daran, dass diese schwarze Null gehalten ist? Es ist ja nicht der 7. ausgeglichene Haushalt von Olaf Scholz, aber gut, insgesamt wird es als 7. Haushalt bezeichnet. Wir sehen das nicht so. Ich habe das schon wiederholt hier im Haus gesagt. Es ist keine schwarze Null. Insofern muss die SPD ehrlich gesagt auch nicht drüber streiten, ob es eine schwarze Null geben sollte oder nicht, weil es gibt sie heute auch nicht. Das hat verschiedene Gründe. Es sind viele Risiken nicht eingestellt, die man reinstellen könnte und auch müsste. Es sind auch auf der Ausgabenseite einige Dinge nicht sauber. Mit Etikettenschwindel gearbeitet und also hier auf der Investitionsseite, was Sie eben auch schon gesagt haben, der Aufwuchs, der am Ende herauskam, relativ kleine, muss ich noch dazu sagen, ist ausschließlich der Klimaideologie geschuldet. Und das ist keine Investition in Deutschland, sondern das ist sozusagen eine in die planetarische Zukunft, extrem wolkig. Wenn man das als Investition sieht, in Deutschland gar, na gut, dann haben wir einen Aufwuchs, aber eigentlich ist das kein investiver Aufwuchs, insofern auch kein wirklich seriöser Haushalt. Herr Kaas, wir müssen das nochmal dem Zuschauer erklären, diese schwarze Null, also keine neue Schuldenaufnahme, da sagt die Opposition unisono, ist ein Rechentrick. Und wenn man mal hinschaut, dann ist das eine Geschmackssache, ob es ein Rechentrick ist, denn man, Olaf Scholz in dem Fall, nimmt Geld, 10,6 Milliarden aus der Flüchtlingskasse quasi, und er hat Glück, dass die Neuverschuldung nicht irgendwie höher ist, sondern dass wir nicht in eine Rezession gestolpert sind. Also er hat noch, glaube ich, 4 Milliarden mehr, als er ursprünglich geplant hatte. Also das zusammen hat ihn gerettet über die schwarze Null. Ist das jetzt ein Haushaltstrick? Also ich glaube, das ist eine vernünftige Haushaltsführung. Wenn man mehr Geld hat, als man braucht, legt man was zurück. Kennt man von sich selber auch. Und wenn man dann wieder was braucht, dann nimmt man aus der eigenen Rücklage raus. Das ist auch kein Trick, sondern das ist ganz normales Verfahren. Wenn ich spare, damit ich mir irgendwann was leisten kann, ist das auch entsprechend. Das heißt, wir haben eine Haushaltspolitik, die solide ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch dadurch, dass wir in den letzten Jahren viel mehr Geld ausgegeben, investiert haben und auch den Bürger ja über 15 Milliarden zurückgegeben haben. Im nächsten Jahr werden das noch 20 und noch mehr. Dadurch, dass der Bürger das Geld zurückgekriegt hat, hat er ja auch Geld investiert.
Das heißt, die Binnenkonjunktur, die wir haben, wird ja auch viel durch diesen Haushalt, durch diese Bundesregierung mitgetragen. Wir haben Probleme im Export, kennt jeder selber, liegt ein bisschen am Brexit, an Trump, an den Chinesen und all dem, was da drumherum ist. Aber in Deutschland, die Binnennachfrage brummt und läuft und das liegt eben auch an der Bundesregierung, die viel dafür tut. Das wiederum führt zu den Überschüssen, von denen wir dann auch keine neuen Schulden machen müssen. Herr Böhringer, da gibt es also eine Kasse für die Flüchtlinge. Vielleicht, Klammer auf, wird das ja noch gebraucht. Im Moment nicht, da liegt 35 Milliarden drin. Olaf Scholz nimmt 10,6 Milliarden. Sie als Haushälter, ich muss mal fragen, wo sind die eigentlich veranschlagt? Es gibt ja noch mehrere solcher Kassen und ich finde die eigentlich im Haushaltsentwurf nicht. Wo werden die verbucht? Gut, die eben von Ihnen erwähnte Kasse gibt es tatsächlich. Sie heißt Asylrücklage. Sie wird nicht dafür verwendet. Es ist eine globale Rücklage, die seit 4 Jahren aufgebaut wurde, inzwischen weitgehend sachfremd verwendet wird und auch gar nicht erst hätte aufgebaut werden dürfen. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass auf dieser Ebene eine Rücklage erstellt wurde. Insofern der Bürger, Herr Kass hat eben gesagt, hat was zurückbekommen. Nein, er hätte das Geld zurückbekommen müssen. Er hat es aber nicht zurückbekommen, schon seit 4 Jahren. Das ist das 4. Haushaltsjahr, in dem das nicht geschieht. Und ja, deshalb wird diese Kasse immer größer und größer. Und das ist ganz klar. Ich weiß es jetzt schon, dass 2020, 21, spätestens 21 mit dem letzten Haushalt von Olaf Scholz dann diese Kasse komplett aufgebraucht sein wird. Es gibt andere Rücklagen, die sind zum Teil auch nicht konsolidiert. Auch der EKF ist nicht wirklich voll integriert. Was ist das? Das ist der Klimafonds, der jetzt inzwischen immer wichtiger wird. Also da fließt jetzt wirklich, da spielt jetzt die Musik ab sofort. Da lagen bislang 7 Milliarden, das wird jetzt deutlich mehr werden. Ja, das wird aufgrund dieser CO2-Ideologie, und es ist eine Ideologie, wird es jetzt immer mehr. Und auch das ist nicht konsolidiert. Also das ist auch haushalterisch ein Problem, wenn man das nicht macht. Es gibt seit Urzeiten den Investitions- und Tilgungsfonds, der aus der Finanzkrise noch stammt, der auch nicht abbezahlt wurde, auch nicht integriert ist. Das ist alles Altlasten durch und durch unseriös. Auf der Asylseite, die Sie ja eben genannt haben, der Migrationsseite, gibt es auch Dinge, die nicht sauber gerechnet sind. Da gibt es Verschiebebahnhöfe. Vieles wird, was eigentlich Migrationskosten sind, im Sozialetat abgebildet. Kosten der Unterkunft für abgelehnte Asylbewerber oder auch Hartz IV für abgelehnte Asylbewerber, die es gar nicht erst geben dürfte. Jetzt habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wo die verbucht sind. Aber Sie haben es ja eben so anschaulich gesagt. Wenn ich zu Hause noch Geld habe, irgendwo liegen habe, dann kann ich damit ja meine momentanen Schulden, die vielleicht auflaufen, dann tilgen. Da kann man nur sagen, 19 Milliarden Investitionen zum Beispiel sind im vergangenen Jahr nicht abgerufen worden. Das haben Sie schon angesprochen, das Problem, dass dort zum Beispiel beim Planungsrecht anders gehandelt werden müsste. Es gibt ein Sondervermögen von 20 Milliarden. Das ist Geld, was immer mal übrig geblieben ist. Die anderen Haushalte, es gibt ja viele Vermögenstöpfe und da fragt man sich schon, warum konnte der Soli nicht für alle Menschen abgeschafft werden? Das Geld ist doch da. Also der Soli ist abgeschafft worden für 90% der Deutschen. Das heißt, für diejenigen, die dann Steuern gezahlt haben, sind 90% der Menschen jetzt vom Soli befreit. Das haben wir im Koalitionsvertrag so vereinbart. Und wir haben auch gesagt, bei denen, die sehr viel verdienen, da schaffen wir das nicht ab. Das Geld brauchen wir auch. Ansonsten wäre die Summe, die wir hier brauchen, um den Haushalt auch auf Null zu bringen, kaum zu halten. Das investieren wir zum Beispiel im Bereich Familie, im Bereich Gesundheit, im Bereich Renten, was ich für vernünftig halte. Ja, das ist auch vernünftig. Aber die Leute, die so viel Geld bezahlen in das Steuersystem, das sind ja gerade die oberen 10%, die für 50% auch einzahlen. Sie müssten doch erstmal diese Steuer abschaffen, denn das ist auch gar nicht sicher, ob dieser Soli diese Weiterzahlung vom Bundesverfassungsgericht standhält. Dann können Sie ja eventuell eine neue Steuer einführen. Ist ein bisschen schwierig mit dem Koalitionspartner, aber das wäre doch viel logischer. Also im Kern ist es so, was das Verfassungsgericht macht, weiß kein Mensch. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ansonsten ist es so, dass wir gerade auch als Sozialdemokraten darauf gedrungen haben, dass wir diese 10%, also die Hälfte des Soli, in das Steuersystem überführen. Dann hätten wir das entsprechend so aufgeteilt, dass die Leute dann weiter diese Steuern zahlen, also die 10%. Es wäre aber nicht mehr der Name da gewesen, Solidaritätszuschlag, sondern das wäre ins normale Steuersystem überführt worden. Das hätte ich für vernünftig gehalten, das haben wir der Union 3-mal vorgeschlagen, die wollte das nicht. Im Kern ist es richtig, dass man die Schultern, die stärker sind, belastet, damit sie das weiter zahlen. Wir haben in diesem Land viele Ausgaben, die wir haben, zum Beispiel auch bei der Grundrente, die finanziert werden müssen. Und ehrlich gesagt, am Ende, glaube ich, haben wir das mit der Union sehr gut verhandelt, dass die Union das jetzt nicht mehr so schön findet.
Das mag so sein, aber Beschlusslage ist es bis September 21. Übrigens auch ein Beispiel, dass Olaf Scholz sich durchgesetzt hat, so viel nur in Richtung Frau Esken. Aber nochmal, also besser verdienender ist man bei der SPD schon mit 73.000 Euro Jahresgehalt. Und es wird immer kritisiert, auch von der Union zum Beispiel, dass vor allem der Mittelstand dort massiv betroffen ist. Dennoch das Argument, starke Schultern können mehr tragen. Wir sind auch mittelstandsfreundlich. Wir haben übrigens den Aufwuchs, einer der ganz wenigen positiven Punkte hier im Haushalt, bei der Mittelstandsförderung auch mitgetragen. Die Grundrente, die Herr Kasi eben genannt hat, ein Wahlkampfschlager in eigener Sache, SPD-intern von Olaf Scholz, ist weder koalitionsintern Programm, noch ist sie finanziert. Sie findet sich mit keiner Zahl im Haushalt, auch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung. Und was den Soli angeht, man kann da nicht einfach drüber hinweggehen. Man ist auf hoher See beim Verfassungsgericht. Es ist recht sicher, dass diese Zahlungen zurückerstattet werden müssen von Fiskus, allerdings nicht mehr von einem Fiskus unter der Leitung von Olaf Scholz, sondern dann lange Jahre später, das ist der Politik nach dem Motto nach uns die Sintflut, 55 Milliarden ist das Risiko über die nächsten 4 Jahre und ja, Olaf Scholz wird es nicht mehr zurückzahlen müssen. Das macht es halt hochgradig unseriös, denn das Geld wird heute verfrühstückt, übrigens genauso wie diverse Zinstricks, bei denen man heute milliardenschwere Einnahmen generiert, indem man zu hohe Zinscoupons ausgibt und dann späteren Steuerzahlergenerationen zu hohe Zinsen auf die Staatsschuld zahlen lässt. Das ist alles nicht seriös und wird gemacht. Es wird alles zusammengekratzt mit dem Ziel 2021, weil jeder weiß, dass danach ein anderer Finanzminister kommt. Grundrente steht tatsächlich hier nicht im Entwurf drin. Da soll die Finanztransaktionssteuer, die 1,5 Milliarden, die es mindestens kosten wird, aufbringen. Die gibt es ja noch gar nicht. Und da gibt es jetzt offensichtlich demnächst auch wieder einen Streit zwischen den Koalitionspartnern, denn die Union hat auf ihrem Parteitag, die CDU hat auf ihrem Parteitag gesagt, nur wenn das europaweit eingeführt wird, dann machen wir das mit. Ich verstehe, dass die Union an einigen Ecken jetzt probiert, die Grundrente wieder aufzuribbeln. 1,5 Millionen Menschen sollen 850 Euro im Monat kriegen. Wenn das Reichtümer sind oder wie eben die AfD sagt, Wahlkampfschlager, man sollte mal mit diesen 1,5 Millionen Menschen reden und dass man mit 850 Euro im Monat klarkommt, ist sowieso sehr schwierig. Ich persönlich glaube, dass man die Grundrente sowieso höher ansetzen muss, aber mehr war mit der CDU-CSU im Moment nicht machbar. Wir werden die Grundrente umsetzen und eine Anmerkung zur AfD sei noch mal gestattet, dass die AfD hier für die Reichen kämpft und für die Entlastung der Reichen passt ganz zu ihrem Profil. Ihnen geht es nicht um die Rentner, den sozialen Schwachen und den Armen oder die Menschen im Osten. Ihnen geht es darum, die Reichen zu entlasten. Damit sind Sie ganz in der Tradition anderer rechtsradikaler Parteien vor Ihnen. Ja, also das sollten wir jetzt hier nicht weiter diskutieren, Herr Bringen. Das bringt nichts. Ich will Sie anders fragen. Diese 19 Milliarden, die eben schon mal angesprochen waren, die nicht abgerufen wurden, diese Investitionen, da wundert man sich ja schon als Bundesbürger und fragt sich, das ist ja ein Kernproblem. Warum fordert die Politik immer mehr Geld von den Bürgern über Steuern und anderes, wenn sie doch diese Investitionen, für die sich die Bundesregierung jetzt auch feiern lässt, Rekordinvestitionen, gar nicht an den Mann bringt? Das kann doch nicht nur an den Planungsverfahren liegen. Und wenn es daran liegt, hätte das doch längst geändert werden müssen. Ja, das ist eigentlich wirklich eine klare Frage, die Sie bitte an die Regierung stellen, denn das ist ein Dauerversäumnis, dass diese Gelder nicht abgerufen werden, die ja alle auf Projekten beruhen, die die Regierung selbst ins Leben gerufen hat und von einer Verwaltung administriert werden, die auch die Regierung verwaltet und regiert. Das ist keine Frage, die die Opposition zu beantworten hat. Wir nehmen zur Kenntnis, dass nicht alles abfließt, das stimmt, unschön, ganz klar ein Regierungsproblem. Und was die Grundrente angeht und den kleinen Mann, ja, also in der Tat gibt es ein Altersarmutsproblem. Die Ursache dafür ist in vielen Fällen der Null- und Negativzins, von dem die Regierung massiv profitiert zurzeit, sonst hätte sie nämlich nicht ansatzweise auch nur nominal einen ausgeglichenen Haushalt. Das wird aber nie adressiert. Stattdessen doktert man an Symptomen rum, wie in diesem Fall der Rente für tatsächlich Arme. Das kann man ja machen, aber dann nicht über die Finanztransaktionssteuer gegenfinanzieren, die tatsächlich auch wiederum unsozial ist, weil gerade die kleinen Aktiensparer, die in Aktien sparen, was man ja heutzutage tun muss, weil Anleihen nichts mehr abwerfen und ihre Rente auf dem Wege irgendwie sichern wollen, die sollen jetzt auch noch Finanztransaktionssteuer zahlen, die heißt eigentlich, sollte eigentlich Aktiensparsteuer heißen und die großen institutionellen Derivatezocker und die internationalen Hedgefonds, die zahlen nämlich just diese Steuer nicht, das ist dann SPD-Politik für den kleinen Mann. Wenn ich jetzt nochmal auf die Frage kommen darf, schwarze Null. Und wir haben auf der anderen Seite ja die Schuldenbremse. Da kommt von den Grünen ein interessanter Vorschlag. Die Schuldenbremse besagt 0,35% des BIP kann der Bund im Notfall aufnehmen. Das hat die Bundesregierung jetzt nicht gewollt. Aber es wird immer wieder von allen Seiten kritisiert. Es muss mehr Geld in verschiedene Systeme fließen. Bei den Grünen ist vor allen Dingen der Klimafonds, der völlig unterfinanziert ist, nach deren Meinung. Und deswegen schlagen sie vor, 1% Verschuldung und die dann auch einzugehen. Was halten Sie davon?
Es gibt immer gute Gründe, neue Schulden zu machen. Es gibt immer gute Gründe, das Geld des Steuerzahlers mehr auszugeben. Sie haben ja eben selber festgestellt, dass es viele Milliarden gibt an Investitionen, die wir getätigt haben, die nicht abfließen. Da jetzt noch mehr Milliarden draufzusetzen, scheint ja nicht wirklich das Rätsels Lösung zu sein, sondern das, was wir gemacht haben, ist, wir haben 6.900 Stellen beim Bund beschlossen, damit wir mehr Bauprüfer haben, damit wir mehr Ingenieure vor Ort haben, damit wir mehr Leute haben, die diese Vorhaben auch um- und durchsetzen. Wir machen jetzt eine Änderung im Baurecht, wir beschleunigen Bauverfahren und ich glaube, dass es jetzt erstmal darum geht, das Geld, was wir einsetzen, auch umzusetzen, damit der Bürger das auch merkt, sowohl in Straßen, Eisenbahn, Autobahnen und Wohnungen. Und deswegen glaube ich, es gibt viele gute Gründe, mehr Geld irgendwo rauszuhauen. Immer bestimmt, die Grünen können das ganz besonders gut, aber wenn schon das Geld nicht abfließt, was wir haben, dann macht das keinen Sinn. Und da ja nun sowohl die AfD gerne Schulden macht, die Grünen gerne Schulden machen und andere, finde ich es mal vernünftig, dass es Parteien gibt, die regieren, die mit dem Geld der Steuerzahler auskommen. Herr Böhringer, ganz kurz nur, die schwarze Null ist ja kein Selbstzweck. Damit erreicht man ja einiges, auch wenn die jetzt getrickst ist. Würden Sie die aufgeben, wenn Sie regieren würden? Entschuldigung, ich nehme es zurück, nicht getrickst, sondern wenn sie anders finanziert wird, als es zunächst erscheint, würden Sie die beibehalten, wenn Sie regieren würden? Wir würden sie, auch wenn die kommenden Steuerzeiten sehr mager werden, bei der ideologiegetriebenen Rezession, die auf uns zurollt, wir würden sie nicht aufgeben. Es gibt genügend Spielraum in diesem Haushalt, das noch auszugleichen. Ich gebe zu, dass es betriebswirtschaftlich reizvoll ist, bei einem Nullzinsumfeld mehr Schulden aufzunehmen, die man auf 100 Jahre machen könnte. Nur diese Regierung, der sollte mir ganz sicher nicht mehr Spielgeld für ihre ideologischen Projekte geben. Deshalb würden wir sie ganz sicher nicht aufgeben.